Stars, Bruder. Das läuft. Wir bräuchten vielleicht mal Schutzwesten oder so. Bunter Kappa. So schlimm schon? Ich hab doch nichts getan, ja? Ich war die ganze Zeit nett zu dir. Und dann kommt sowas. Und Überwachung. Und die Lasergewehre. Und was noch? Versteh dich nicht. Also ja, ich stimme zu. Ich brauche die Lasergewehre. Und das ist auch eigentlich meine Ziele. 12 doppeldeutige Aussagen. So viele mache ich doch gar nicht. Warum haben wir Sträuße? Das sind keine bunten. Eine Skulptur aus Marmor. Qualität schlecht. Stellen wir die wirklich auf? Das ist eine gut, das ist eine normal. Ich glaube, die verkaufen wir. Diese aus Marmor. Marmorskulpturen sind immer schlecht, was? Ganz besonders, wenn sich hier Leute gefertigt haben. Na, guck mal, jetzt ziehen sich die Leute endlich mal Hosen an. Zum Glück ist es kein Sea of Thieves, sonst würde der Counter viel höher stehen. Das bezweifle ich. So mit Flo sind wir nie doppeldeutig. Wir sind immer einer Meinung, nie doppeldeutig. Er denkt immer, wir wären einer Meinung. Aber ich würde sagen, ja gut, okay, der Counter ist jetzt lustig. Mit dem was, aber das mit dem hä finde ich schon lustig. Mit dem was-Counter ist es eigentlich auch ganz geil. Ich würde den aber tatsächlich lieber von, also so ab 41 laufen lassen. Weil dann können wir mal gucken, wie viel ich tatsächlich reinhaue. Also ich schätze mal, hier wird so 41 Mal, seit der Bot läuft, was gesagt. Gehe ich jetzt mal von aus. Was ist denn jetzt passiert? Billard braucht Platz. Ah, sehr cool. Das ist jetzt sehr häufig. So, die spielen jetzt Billard. Warum will ich kein Taschenbillard? Was? Ich glaube, du hast gerade deinen Spaß mit mir. Ey. Nix was. Yuga arbeitet hier gerade dran. Wir werden langsam alles los. Das ist sehr schön. Aber die Erforschung geht halt echt langsam voran. Können wir nicht mehr Forscher einstellen? Können wir nicht alle irgendwie... Wobei... Also, die kann noch mit rein. Alle, die sonst nichts zu tun haben, können das machen. Okay, gut. Das wäre ganz cool. Weil ich glaube, das wäre lustig. Oh, die Fäulnis hat alles beschlossen. Oh nein. Das ist ja furchtbar. Wieder eine Skulptur fertig. Eine gute diesmal. Sehr schön. Also baut. Und machet. Zack. Guck dir das mal an. Da
wird Zeug eingeschmolzen, da wird geschnibbelt. Der Nico ist eigentlich Koch und schnibbelt jetzt einfach noch anders. Spooky Tim, ich grüße dich herzlich. Hey, ich hab so häufig, hab ich nicht was gesagt, ja? Spooky Tim, bitte benimm dich. Was ist denn hier? Achso, okay, gut, die Vollnis. Ah, ich muss ein bisschen ärgern. Hummer wurde geistig herausgefordert gerade. Staubmantel ist fertig, gell? Der hat sich den direkt angezogen. Starker Dude. Das Spiel zieht sich gerade etwas. Wenn die Leute nichts zu tun haben, gehen sie halt alle aufs Feld. Gut. Die Ernte ist jetzt sehr schlecht gewesen, aber wir haben sonst noch genug Zeug. Die Werkstatt ist abscheulich. Naja. Das weiß ich nicht, Spooky Tim. Das ist ganz nach Bauchgefühl. Und so wie immer. Und daran wird sich jetzt auch nichts dran rütteln. Nein. Das ist bei mir. Och, Jade. F, sorry. Das kommt halt immer drauf an. Bis 4, bis 5, bis 6. Bis 1. Vielleicht mache ich auch jetzt gleich aus, wer weiß. Nee, wirklich. Das ist ganz spontan. So wie mir der Kopf steht. Weil es macht halt keinen Sinn zu sagen, ich stream bis 2 und dann mache ich eh bis 5. Oder, verstehst du? Das ist halt... Deswegen, wann ich anfange, ist eine Sache. Aber wann ich aufhöre, macht gar keinen Sinn zu bestimmen. Oh, Gefängnisausbruch. Bruder muss los. Eins. Zwei. Der Michi will ja nichts tragen. Schnell darüber. Und McLaughlin hat auch noch was. Oh, da hat aber jemand. Oh ja, da wird aber der Michi gehauen. Einer weg. Kann ich mal ein paar Tones treffen? So, jetzt schießt drauf. Irgendwann müssen die einschlafen. Tasert sie alle! Nimmt sie gefangen! Hat geklappt. Perfekt. Und wir haben ein Feuer. Na ja, gut. Die Schokolade! Das geht doch nicht. Die Schokolade fängt an zu brennen. Furchtbar. Oh ja, gut. Das geht ja. So. Die wurden weggehauen. Die Katze frisst uns wieder alles weg. Ich hoffe, sie frisst keine Schokolade. Schokofondue! Was? Die deprimierenden Gefangenen? Hä? Und wollen sie nun verhören? Die Gefangenen rufen zur Schüssel mit ein paar Dealer, dass du über einen Zeitraum von 13 Tagen bei dir unterbringst. Um die Gefangenen abzuholen. Falls sie lebendig auf der Schüssel wird dem Kolonisten, der die Quest aufgenommen gewährt. Die Gefangenen müssen... Aber das geht. Das können wir machen. Wer nimmt's an? Wir brauchen eigentlich einen Dwinmon hier auch. Das ist sonst... Was kann Dwinmon gut? Häftling. Diener.
Was? Das gefällt ihm. Lasst mich euer Diener sein. Da ist Bio. Was? Ihr habt nichts gemacht. Und dementsprechend nimmt Dwin auch die Quest an, weil dann ist er der größte Diener von allen. Nimmt sie gefangen! Und zieht sie nicht aus. So. Die dürfen wir nichts, mit denen dürfen wir nichts machen. Ich Pavel, du Pavel. Nein, du Dwin und du Diener. Und du tun so, als ob alles gut. Der Dwin, Alter. Der ist einfach der Diener. Wenn du wegstirbst, dann ist echt schade. Dann haben wir niemanden, der uns helfen kann. Kritischer Alarmfeuer, alles klar. Habe ich verstanden. Du Pavel. Ich würde mich freuen, wenn die hier mal wieder unsere Leute werden würden. Okay, der könnte bald bei uns sein. Als schuldig angesehen läuft in 9 Stunden ab. Dann könnte sie eine von uns sein. Ich weiß nicht, wie man im russischen Akzent schreiben kann. Spooky Tim, falls du gerade gefollowt hast, ist das gerade nicht angekommen. Vielen lieben Dank für dein Follow. Ich sehe es gerade auf dem Handy. Ich habe eine Mail bekommen. Habe ich die Alerts aus? Nein. Ich habe sie an. Sie müssten eigentlich erscheinen. Also, sorry Spooky Tim, tut mir ganz, ganz herzlich leid. Danke für dein Follow. Warum sind die Alerts aus? Vorhin kamen doch die Alerts mit Sachen. Die sind nix gut. Die sind nix gut, ich sage. Nix gut, weil anstrengend. Jetzt könnten endlich die Leute kommen. Und endlich mal wieder zu uns gehören. Also Patonis, wie sieht's bei Patonis aus? Die ist ja wieder sozialisiert worden. Ich lass sie mal frei, mal schauen, was passiert. Hä? Lass sie gehen. Hä, warum ist sie... Also ich würde sie gerne anscheuern. Anscheuern. Ich bin der Andi. Ich scheuer gerne. Ich scheuer gerne andere. Was? Der Michi ist verletzt. Der Michi hat auf die 12 bekommen. Wer kann sie am besten einsperren? Kann sie jemand befeuern? Ja. Da hat jemand wohl ein bisschen zu viel getasert. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ich hab gedacht, die töten nicht. Das war ein Taser. Das war kein Mord. Ich wollte sie einmal tasern, damit sie aufhört wegzurennen.
Ich wollte sie freilassen. Ich habe gedacht, die wird vielleicht dann zu uns kommen. Und dann nutze ich den Taser und auf einmal ist sie tot. Der Taser soll doch nicht töten, habe ich gedacht. Was ist das für ein Schabbes? Oh Mann, oh. Einmal Taser mit. Ja, einmal Tasern. Jeder schießt einmal. Ich habe nicht gedacht, dass alle vier auf einmal treffen. Die Zielgenauigkeit von den vier ist ja immer Banane. Auf einmal treffen die und die sind weg. Das ist doch. Ja. Das ist schwierig. Natürlich stirbt die von vier Tasern. Das sehe ich anders. Es hätte ja nur einer treffen müssen. Oder zwei. Mörder. Nein. Nein. Ich bin nicht daran schuld. Oh, jetzt kommt der menschenjagendes Rudel. Ist das Karma? Ich glaube, das ist Karma at its best. Oh, oh. Der Michi ist der Einzige, der hier noch lebt, oder was? Ich habe halt alle ausgewählt. Oh, oh. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Wobei, einer wurde weggestunt. Kann es sein, dass wir die Leute gerade so dezent verlieren? Können wir die behalten? Echt? Bei mir läuft der. Die haben sich auf einmal beruhigt. Okay, wenn man die tasert, dann werden sie auf einmal ruhig. Die kotzen halt ein bisschen und dann ist gut. Hallo. Ich habe die gerade schon weggetestet. Das lief ganz gut. Guck, und die sterben nicht, ja? Ja, die haben halt angegriffen, wurden weggetasert und jetzt leben einige noch. Gut, einige sind tot. Die werden jetzt zu Essen verwaltet, was? Na, die sind auch größer, wer? Neuer Rekrut! Yeah. Ja, die sind auch größer. Ach, deswegen. Ja, natürlich! Natürlich, deswegen. Ach, egal. Ich fühle mich gemobbt. Deswegen muss man die. Das ist alles bekloppt hier. Da drehst du ja durch. Komm, Forschung 1. Hey, erschießt den neuen Rekruten nicht gleich wieder. Oh, danke! Ich erschieße ihn nicht! Auch beim letzten Mal war das kein Erschießen. Ich habe den höchstens gestreichelt. Ja, und dann stirbt die einfach weg wie so eine Diva. Was bin ich an allem schuld? Jetzt ihr die Schuld geben oder wie? Ja. Ist ihre Schuld gewesen. Sie ist ja jetzt tot. Ich habe mich drum bemüht, ja? Ich habe ja alles gegeben. Ich habe sie an meiner Brust genährt. Oh. Ja, mein schlechten Koch. Jetzt kommt ein Hä. Das war eindeutig. Immer bin ich an der Schuld. Jetzt lasse ich alle aufs Feld gehen. Jetzt lasse ich das an den Leuten raus, ja. Ich muss aber... Oh, wir haben noch einen neuen Rekruten. Ja, Mann. Ja, Mann.
noch einen Rekruten.